Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrbe und heute ist Montag und deswegen möchte ich euch zum Montag ein bisschen mit Motivation in die neue Woche schicken. Und keine Angst, ich springe jetzt nicht auf den Tisch und schreie Chaka, sondern ich möchte mit euch heute über Perspektiven sprechen. Und zwar Perspektiven mal ganz konkret an Zahlen gemacht, jetzt hier im Video. Ihr wisst es, seit Anfang an, also seitdem ich hier diese Firma gegründet habe und seitdem ich Coachings anbiete und auch unseren Börsendienst, habe ich es mir auf die Fahne geschrieben, transparent zu sein. Das heißt, wer will und ein bisschen guckt, der weiß, wie unsere Zahlen sind. Ich veröffentliche die auch regelmäßig, zeige auch unsere Kontoauszüge her. Wir veröffentlichen jede Woche in unserem Börsendienst die Kontoauszüge. Wir zeigen im Coaching immer unsere Echtgeldkonten. Also das ist alles immer da, aber das hat natürlich manchmal auch zur Folge, so wie jetzt gerade, dass wenn es mal nicht so gut läuft, dass man dann natürlich auch so ein bisschen in der Kritik steht. Ne? Aber damit kann ich leben, das ist alles nicht so tragisch. Jetzt habe ich bloß in letzter Zeit hier ein wenig auf YouTube die Kommentare immer gelesen und da war auch immer mal der ein oder andere Kommentar so nach dem Motto, oh, das sieht da katastrophal aus und die ganzen Gewinne sind weg und so weiter. Und ich glaube, ich muss das hier einfach mal ein bisschen ins rechte Licht drücken, denn so schlimm, wie es hier manchmal kolportiert wird, sieht es natürlich überhaupt nicht aus. Was ist passiert? Ich mache es mal konkret am kleinen Konto. Das kleine Konto, das habe ich im Jahr 2015 gestartet. Bei null, habe eine erste Einzahlung gemacht, knapp, ich glaube 4.000 Euro oder so, ein bisschen was, 4,3 oder so. Und seitdem zahle ich jeden Monat etwas in dieses Konto ein und versuche natürlich über meinen Handel auch hier entsprechend Gewinne zu generieren. Und mein Ziel ist es, aus diesem Konto ein größeres Konto zu machen. Erster Schritt aus 5.000, 25. Zweiter Schritt aus 25, 100.000. So. Mir gelingt das allerdings mit meiner Art des Handels natürlich nicht über Nacht. Ne? Und ich kann das auch nicht in einem Jahr. Ich weiß, es gibt andere, denen gelingt das ab und an mal. Aber mit meiner Art des Handels funktioniert das nicht und die andere Art kann ich nicht. Also muss ich das machen, was ich tue. So, und jetzt ist natürlich, nachdem die Jahre 15, 16, 17 ganz hervorragend waren, ist es natürlich jetzt so gewesen, dass das Jahr 2018 sehr gut losging. Also der Januar war noch sehr gut und dann kam aber im Februar dann doch ein etwas deutlicherer Rücksetzer. Und ich glaube, in Gänze haben wir da doch ein bisschen so um die 25-26% Drawdown gehabt. Und das ist, glaube ich, für den einen oder anderen jetzt so ein bisschen die Katastrophe. Ne? So, und jetzt muss man aber das Ganze mal ein wenig in die langfristige Perspektive setzen, weil in manchen Kommentaren klang das ja so nach dem Motto, jetzt ist das ganze Geld, alles, was wir gewonnen haben, ist jetzt wieder weg und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ne? Um es mal ganz konkret in Zahlen zu machen, und ich blende euch das hier auch ein, seitdem ich dieses Konto aufgelegt habe, liege ich mit diesem Konto 47% im Plus. So, 47% liege ich im Plus und na klar, es war schon mal mehr, aber 47% ist immer noch etwas, was jetzt erstmal Gewinn ist. Es ist erstmal mehr Geld da, als ich das angefangen habe. Das heißt, es hat sich gelohnt und jetzt müssen wir das wirklich mal ein bisschen in die Perspektive bringen. Vergleichen wir das Ganze mal mit drei Indizes. Fangen wir mal an mit dem Nasdaq, weil ich will mich natürlich zum Ende aus ein bisschen steigern. Also der Nasdaq, was hat der gemacht in derselben Zeit? Ihr seht es hier eingeblendet, der hat 57% gemacht. Das heißt, der war 10% besser, aber stopp. Bei mir die Performance ist natürlich auf Euro-Basis. Der Nasdaq ist auf Dollar-Basis. Das heißt, man müsste die Wertentwicklung des Dollars noch herausnehmen. Und das sind ungefähr nochmal 10%, 12% in etwa, die man abrechnen könnte. Das heißt, da liegen wir ungefähr gleich. Schauen wir uns an, was hat der S&P 500 gemacht. Der hat in dieser Zeit ungefähr 30% zugelegt, das heißt 47% versus 30. Und die 30 sind noch nicht mal währungsbereinigt, da liegen wir also ungefähr schon 50% besser. Und wenn wir das Ganze mit dem DAX vergleichen, der liegt bei 27%, also auch da eine deutliche Outperformance. So, das erstmal zu den Fakten, zu den Zahlen, damit ihr mal seht, also so katastrophal sieht es gar nicht aus. Jetzt müssen wir das natürlich trotzdem mal ein bisschen, oder warum sage ich das? Mir geht es ja nicht darum, jetzt hier mich in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen oder sagen, hey, ich bin trotzdem, habe hier ein tolles Ergebnis, sondern ich glaube, was ich einfach kann und was vielleicht der ein oder andere noch nicht kann, und das ist auch vollkommen normal,
Das ist, hier mal die längerfristige Perspektive herzustellen. Und zwar, ich habe das in einem anderen Video schon mal erwähnt, warum mache ich denn das Ganze überhaupt? Also warum trete ich denn hier überhaupt an? Und zwar trete ich an, ich persönlich mit meinem Geld, um an den Märkten etwas zu tun. Und der Grund ist natürlich, dass es natürlich für jeden Trader schön ist, wenn er den Tag mit einem Plus abschließt. Natürlich ist es schön, wenn er die Woche, den Monat, das Jahr mit einem Plus abschließt. Und auch hier muss ich mal ganz deutlich sagen, weil jetzt einige geschrieben haben, das dauert jetzt 2 Jahre, bis wir diesen Verlust rausgeholt haben. Also ich glaube da nicht dran, dass es 2 Jahre dauert. Wir sprechen uns mal Ende des Jahres wieder. Aber das eigentliche Ziel, was ich doch mit diesem Konto habe, ist hier von einem Stand X, bei mir waren das 5.000 Euro, auf einen langfristigen höheren Stand zu kommen. Bei mir sind das 100.000 Euro. Ne? Das mal so als erster Schritt. Und jetzt muss man einfach all das, was man hier jetzt erlebt, was passiert, auch mal ein bisschen in Perspektive setzen. Und um das mal ein bisschen in Perspektive zu bringen, wer seit Anfang an bei uns hier mit dabei ist, ne? Wir haben den Börsenbrief, den gibt es seit 2014, das kleine Konto haben wir seit 2015, wie gesagt, gehandelt. Und da war es beispielsweise so, dass wir mit dem kleinen Konto gleich am Anfang, wir lagen ungefähr knapp im Plus bei ein bisschen was über 5.000 Euro. Und dann hatten wir gleich einen Trade damals im S&P und der hat uns 900 Euro gekostet. Ne? Also auch ein einziger Trade hat uns damals ungefähr 19% gekostet. Kann man sagen, oh, das ist doch viel zu hohes Risiko und das dürft ihr doch nicht machen. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, erstens, ihr dürft das nicht machen, schreibt uns ja keiner vor, aber Spaß beiseite. Es geht doch einfach darum, wenn du über eine begrenzte Summe Geldes verfügst, ne? Und dann die Vorstellung hast, dass du aus diesem kleinen Geld großes Geld machst und gleichzeitig aber sagst, du kannst das nicht mit oder du kannst das mit einem völlig linearen Verlauf erreichen. Du kannst das erreichen, indem du nahezu keinerlei Risiko eingehst. Dann wird das nicht funktionieren. Also das kann nur funktionieren, wenn du bereit bist, auf dem Weg von den 5.000 zu den 100.000 auch Rückschläge hinzunehmen. Jetzt kann man diskutieren darüber, ob jeder Rückschlag, den man hier erleidet, ob der hätte sein müssen, ob man es hätte nicht besser machen können. Und da gebe ich jedem recht, natürlich hätte man es besser machen können. Im Nachhinein ist alles immer leicht zu beobachten, leicht zu sehen. Und würde ich heute etwas anders machen? Klar würde ich ein paar Dinge anders machen. Aber ich werde es auch nochmal in einem extra Video so ein bisschen aufzeigen, was ich daraus gelernt habe. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Aber im Nachhinein sind wir ja alle immer schlau. Ne? Und was ich aber euch eigentlich mitgeben möchte, ist, verliert bitte nicht eure langfristige Perspektive bei dem, was ihr tut. Also niemand von uns kann in die Zukunft schauen. Niemand weiß, wie sich die Märkte morgen entwickeln, wie sich dein Konto morgen entwickelt, wie es in einem Jahr sein wird, wie es in 5 Jahren sein wird und so weiter. Aber wenn ihr ein grundsätzlich positives oder ein System habt mit einem positiven Erwartungswert, dann müsst ihr natürlich auch bei diesen Rückgängen das euch immer mal wieder in Erinnerung rufen, was ist denn eigentlich das langfristige Ziel? Machen wir uns das nochmal auch klar, vielleicht an einem Punkt, den viele auch, die nicht mit Optionen so schon bewandert sind, ein bisschen besser fassen können. Wenn wir am Freitag die Apple-Aktie gesehen haben, die ist am Freitag 4% gefallen. Und jetzt können wir sagen, um Gottes Willen, 4%, ne, das ist doch ein Riesenverlust an einem Tag. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Wenn man aber betrachtet, was hat Apple in den letzten 2-3 Jahren gemacht? Wahrscheinlich 200% Verlust. Ne? Wäre es denn da wirklich so dramatisch, wenn die Aktie jetzt beispielsweise von 180, sagen wir mal, auf 120 fallen würde, also wenn die 30% verlieren würde? Ich glaube nicht. Ne? Aber es ist natürlich nicht schön für denjenigen, der sie bei 180 gekauft hat. Und genauso ist es nicht schön für denjenigen, der von mir aus so ein Konto, wie wir es handeln, erst im Januar angefangen hat mit der Strategie. Wenn wir aber immer im Vorhinein wüssten, wann der richtige Zeitpunkt ist, naja, dann hätten wir doch alle gewartet. Aber oftmals ist es so, und das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte, und zwar, ich habe es am Anfang bei mir beobachtet und jetzt beobachte ich es bei anderen.
Zu Beginn kommt die Ungeduld. Ich will unbedingt dabei sein. Ich muss unbedingt mitmachen, weil ich will doch auch, dass mein Konto schnell wächst. Und auch wenn ich es noch gar nicht so richtig verstehe, wenn ich das Ganze noch gar nicht richtig verstanden habe, ich muss diesen Trade unbedingt machen, weil sonst rennt er mir ja weg. Das ist die Ungeduld. Und dann, wenn es dann mal nach unten geht, ne, dann kommt dieses Zweifeln. Mache ich denn das alles richtig? Ist denn das überhaupt das Richtige für mich? Kann das überhaupt funktionieren? Ne? Das heißt, dann fehlt die langfristige Perspektive. Ich habe diesen Punkt für mich mittlerweile überwunden. Warum? Weil ich weiß, dass es funktioniert, weil ich das schon viele, viele Jahre mache und weil ich natürlich solche Rückschläge immer mal wieder erlebt habe. Aber, und das ist der allerwichtigste Punkt, das ist nicht nur ein Selbstvertrauen, was ich in mein Handeln habe, sondern weil ich eben auch mir immer mal wieder in solchen Situationen die langfristige Perspektive ins Gedächtnis hole und sage, okay, wo willst du denn überhaupt hin? Und wo hast du angefangen und wo stehst du heute? Also wenn ich jetzt sage, okay, du hast vor, machen wir das konkret an diesem Konto. Ich habe vor 3 Jahren angefangen und habe 5.000 Euro auf diesem Konto gehabt. So, jetzt 3 Jahre später ist dieses Konto bei roundabout 18.000 Euro und mein Ziel ist es, 100.000 Euro zu schaffen. Das heißt, ich bin schon auf einem guten Weg dahin. Mein erstes Zwischenziel, die 25, sind in Reichweite. Und ja, es war schon deutlich näher. Ne? Also ich war quasi schon, ich hatte die Hand schon zum Gipfel ausgestreckt und bin nochmal nach unten gerutscht. Aber wenn ich runterschaue, dann sehe ich ganz unten das Tal, wo ich losgelaufen bin. Und dann muss ich doch jetzt nicht verzweifelt sein und jetzt aufgeben. Sondern da muss ich mir jetzt sagen, okay, das letzte Stück, also bis zu der 25, das war wahrscheinlich nicht so optimal von mir angegangen. Also versuch es noch einmal, aber vergiss nicht, da oben ist dein Ziel. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt, ne? Dass man das immer im Auge behält, die langfristige Perspektive. Und fragt euch immer, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Warum macht ihr denn das alles hier überhaupt? Warum sitzt ihr jetzt hier und schaut euch dieses YouTube-Video an? Warum schaut ihr euch Videos von anderen an? Warum besucht ihr oder guckt euch Webinare an? Warum habt ihr einen Börsendienst abonniert? Warum habt ihr euch eine Software gekauft? Was ist denn eure langfristige Perspektive? Warum wollt ihr das machen? Natürlich, wenn es euer Ziel ist, schnell reich zu werden, dann habt ihr jetzt eine Lektion bekommen, und zwar nicht von mir und auch nicht von den Optionen, sondern vom Markt, dass man schnell reich nicht wird. Ne? Und selbst die, es gibt ja jetzt, Leute, nehmen wir mal den Giovanni, ne? weil das für mich auch so ein persönliches Vorbild ist, der jetzt in diesem Trader-Wettbewerb sein Konto sehr, sehr kontinuierlich und wirklich mit einem ganz fantastischen Track-Record wieder nach oben tradet. Ne? Also der muss es ja gar nicht, der war ja gar nicht unser, der tradet das ja wirklich fantastisch nach oben. Aber der hat das doch auch nicht von heute auf morgen gelernt. Der hat doch auch Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Ne? An dieser Stelle, Giovanni, viele Grüße. Du bist einer meiner Helden. Und das heißt also, wenn man zu viel zu kurzer Zeit erwartet und dann keinen langfristigen Plan hat, keine langfristige Perspektive und auch nicht schaut, wo stehe ich denn gerade, wo bin ich denn hergekommen, wo bin ich jetzt, ne? Dann wird man natürlich in Selbstzweifel kommen, wird alles in Frage stellen. Und das Schlimme ist dabei, nicht das in Frage stellen, ne? Es kann ja durchaus sein, dass einer sagt, hey, das mit dem Optionshandel, das ist überhaupt nichts für mich. Und es geht auch gar nicht darum, ob das, was ich mache, richtig ist oder ob das falsch ist. Aber wenn man rausgeht und sagt, okay, Optionshandel, das ist alles Blödsinn, das ist alles Mist, das funktioniert alles nicht, und rennt dann aber mit der gleichen Einstellung, mit der man den Optionshandel angefangen hat, zu einer anderen Strategie, ob es eine andere Optionsstrategie ist oder ob es eine andere Trading-Strategie ist oder ob es eine andere Strategie ist, Geld zu verdienen, wenn man da nichts an seiner Einstellung verändert, wird man immer weiter verlieren, ne? Weil man jeden Rückschlag überdimensional betrachtet und sich nicht betrachtet, wo stehe ich denn hier jetzt? Ich hoffe, ihr könnt mit dieser Motivation, mit diesen Anregungen etwas für euer Trading herausnehmen. Ihr könnt für euch erkennen, wo steht ihr gerade, und fragt euch aber selber, wo war ich denn vor einem Jahr? Wo war ich denn vor 2 Jahren? Und bitte nicht fragen, wo war mein Kontostand vor einem Jahr und wo ist er denn jetzt? Weil es kann sein, dass ihr nach einem Jahr ein bisschen weniger habt auf dem Konto als bis jetzt ein bisschen weniger habt auf dem Konto als vor einem Jahr.
Aber überlegt mal, was hier oben reingegangen ist, ne? Was ihr jetzt gelernt habt, was ihr für einen Fortschritt gemacht habt. Und das jetzt aufzugeben, ne, das wäre absolut töricht. Und wer langfristig dabei bleibt, sich Mühe gibt, wer Fleiß zeigt, wer auch mal über diese Dellen hinausgeht, ne? Wer auch mal dahin geht, der auch mal auf der Komfortzone rausgeht, ne? Und sagt, oh, jetzt hat es wehgetan, aber jetzt muss ich weitermachen. Die Masse, die geht jetzt wieder zurück, sagt, ah, gehe ich lieber wieder dahin, wo es nicht wehtut. Ne? Aber wer jetzt weitermacht, wer da weitermacht, wo es wehtut, dessen Kontostand wird vollkommen automatisch anwachsen. Glaubt mir das, weil ich erzähle euch jetzt nichts irgendwie, was ich mal gelesen habe, sondern was ich selbst erlebt habe. Und deswegen bin ich auch entspannt bei dieser Art von Handel und deswegen sehe ich auch diesen Rückschlag sehr, sehr entspannt. Bitte nicht verwechseln, dass ich mich quasi freue über diesen Rückschlag. Nein, freue ich mich natürlich nicht, aber ich weiß, dass er mich nicht von meinem Plan abhält und ich wusste auch, als ich diesen Plan begonnen habe, in die Tat umzusetzen, dass so etwas mal passieren wird. Und das ist vollkommen normal und ich kann damit umgehen. Und ich hoffe und ich wünsche es mir, dass ihr auch mit sowas umgehen könnt. Okay? Wir sehen uns diese Woche nochmal mit neuen Videos. Zweimal sogar noch. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Freue mich darauf. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.